Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir arbeiten heute weiter an unserem ersten kleinen Diorama. Und ich muss hier mal eben Zettel an der Seite werfen, so, damit die Maus sich auch bewegen kann. Und zwar müssen wir die Grundplatte noch fertigstellen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das vom Hintergrund verkleiden. Ich hatte da ja schon mehrere Ideen, aber mal gucken. Ach, das ist ja alles noch gar kein zusammenhängendes Gebäude, ne? Das hätte ich schon gerne, dass hier diese Diorama-Ecke zumindest zusammengehört. Dass das so ein Szenerieobjekt ist, was wir dann halt bearbeiten können. Wunderbar. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert, wenn wir einfach diese Platte hier so ein bisschen da reinschmuggeln. So könnte das gehen, ne? Wenn wir die jetzt noch nach hinten schieben, wäre das doch optimal. Ja, wunderbar. Dann brauchen wir das Ganze noch auf der anderen Seite. Vielleicht hier nochmal ein Stückchen drehen und dann sollte das da auch perfekt reinpassen. Also war echt eine gute Idee, hier so Kleinteile zu nutzen, um die Umrandung hinzukriegen und den Rest dann halt so auszukleiden. Das finde ich ist doch so für die erste Grundfläche gar nicht mal so schlecht. Ich habe hier heute auch nur Probleme. Jetzt echt so. Sich das Kabel vom Headset da unten irgendwo verkeilt. So. Mensch, Bewegungsfreiheit ist heute irgendwie nicht. Okay. Wie machen wir jetzt weiter? Schön, ne? Ich wollte das ja wie so einen kleinen Raum gestaltet haben. Vielleicht machen wir dann doch hier hinten nochmal. Oh. Ich habe auf Steuerung X gedrückt, Spiel. Steuerung. Nicht nur bewegen, danke. Dass wir hier einfach noch so ein bisschen Fläche haben. Toll. Warum fängt jetzt meine Nase an zu laufen? Es ist heute... Ich glaube, diese Aufnahme steht unter keinem guten Stern, ne? Ich merke das schon. Erst ein Zettel im Weg, dann verheddert sich das Kabel, jetzt läuft die Nase und das alles innerhalb von 2 Minuten. Das kann ja nur gut werden heute. Meine Überlegung gerade wäre, dass wir... warte. So. Hiermit jetzt Pseudo-Wände bauen. Also so von wegen, ey, da ist Raum. Da ist Gebiet. So. Das wird die Kammer. Können wir ja so machen. Den nächsten anwinkeln. Oh, oh. Wenn das da... Das würde eigentlich schon passen, ne? Ich das als kleine Kammer eigentlich schon, ne? Wenn wir das jetzt auf dieser Seite genauso machen, bin ich da schon recht zufrieden mit. So. Wobei, also so wäre jetzt, ne, dann wäre es perfekt. So. Aber. Wobei, könnte man machen. Könnte man tatsächlich machen, dass man... Hier hat man eh noch den Balken. Ja, und dann fährst du hier rum. Da diesen Balken durch. Und dann siehst du hier dieses wunderschöne Diorama. Kannst da die ganze Zeit gucken. Ja, wunderschön. Und dann verschwindet das Diorama wieder. Und da kommt das nächste. Ich glaube, das ist gut so. Von der Form her. Dann positionieren wir das mal so. Jetzt würde ich, damit das dann nicht ganz so bescheiden aussieht, nennen wir es mal ganz vorsichtig bescheiden, müssen wir auf jeden Fall mal eben den Berg da einfärben. Verzeihung, warum ist da denn keine Textur?
Wir brauchen. Ja, auch ich ein bisschen schwächer. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade eine ganz andere Farbe, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Nee, das ist doch safe eine andere Farbe. Aber vielleicht kriegen wir das gleich, weil ich würde das dann ja gerne mit Steinen ausarbeiten, ausbessern. Vielleicht kriegen wir dann den Look besser hin. Von der Farbe, also diesen Übergang. Also passt schon mal ein bisschen besser. So. Warum ist das so dunkel? So. Wenn wir da jetzt noch Steine ransetzen und reinsetzen, ich glaube, dann könnte das richtig gut werden. Szenerie. Wir brauchen die Steine. So. Die roten, bitte. Dankeschön. Nicht so groß. Auch zu groß. Viel zu groß. Okay. Essen war. Gucken, ob das gut aussieht. Könnt mir vorstellen, dass der hier ganz gut so sitzt. Müssen wir natürlich gucken, dass das aus allen Winkeln gut aussieht. Tut's noch nicht. Kriegen wir aber hin. So. Das halt da noch so ein bisschen, ne? So, der für mich ist auch tiefer. Ich hoffe, wir kriegen unten keine Probleme. Könnte ganz knapp funktionieren. Wenn wir das da anbringen. Vielleicht schieben wir den weiter hier rein. Dass das hier auch so diesen kleinen Übergang kaschiert. Da müssen wir jetzt rumspielen, wie es gut aussieht, ne? Ist ja halt immer noch eine Höhle. So, und das will ich versuchen, hier zu simulieren. Dass wir uns ja immer noch in irgendwie einer Höhle befinden und dieses Stückchen Diorama, diese kleine Nische, ja nicht halt ein Raum ist, sondern sich in der Höhle befindet. Das ist jetzt halt das, was wir versuchen umzusetzen. Muss mal eben gucken, was wir da oben dran setzen können. Damit da der Übergang vielleicht gut aussieht. Das Problem bei diesen Steinen ist, finde ich, die muss man halt wirklich horizontal anbringen. Heißt das horizontal? Ich glaube ja. Also so, dass sie am Boden aufliegen und dann zieht man sie an die Wände. So. Aber noch was Schönes hierfür, weil so macht halt für mich keinen Sinn, ne? Den müssen wir ihn am Boden ausrichten und dann ziehen wir ihn in seine Lücke. Na komm raus. Trau dich. Ne, warte mal. Andersrum vielleicht. Besser. Ja, so ist doch eigentlich schon ganz gut. So die Ecke, nein, zu uns, ja, so die Ecke rausguckt. Dann auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Kann man eigentlich die Tropfsteine einfärben? Nee, ne? Schade. Doch, 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 man kann sie einfärben. Ich beruhige mich. Moment. Ich sehe noch nicht viel davon. So. Weil dann, ich weiß nicht, ist das sinnvoll? Gib mich schon mal Tropfstein. Loop. Ist das, war das, gibt's das? Überforderung. Aber irgendwie gefällt mir die Farben. Ganz ehrlich, ich bin da noch nicht so überzeugt von, ne?
gab es in Estan Minen, Stalagmiten? Jetzt eine gute Frage, weil das wird noch mal so ein bisschen mehr, ja, Abwechslung reinbringen, ne? Ich mach die erstmal wieder weg. Vielleicht sieht es auch einfach verloren aus, weil es die einzige ist. Aber irgendwie catcht es mich noch nicht. Warum seid ihr immer so riesig? Und die einzigen kleinen Steine haben wir ja schon benutzt. Noch nicht 100% überzeugt von dem, was ich hier gerade mache. Prinzipiell ja. Das ist ja der Look, den ich haben möchte, aber an der Umsetzung hapert's. Grundidee ist gut. Umsetzung eher noch so mäh. Warum drehen wir dich denn jetzt? Oh. Das glaube ich ganz gut. So. Dann können wir dich mal so umdrehen. Abwechslung und so, ne? Ja. Oh, falsch. Nee, das sieht kacke aus. Das sieht jetzt auch irgendwie nicht so aus, wie ich das gerne wollte. Das gehört alles gar nicht zusammen. Ist egal. Ich hoffe, das kriegen wir noch anderweitig irgendwie kaschiert, wenn das Ganze hier ausgearbeiteter ist. Vielleicht fällt es auch gar nicht so auf. Ich würde hier vorne am Rand. Hätte ich vielleicht gern noch so ein paar Steinchen. Nehmen wir uns den nochmal. Der ist, glaube ich, ganz gut dafür. Müssen halt gucken, dass wir kleines Zeug nehmen, ne? So, guck mal, wenn wir das hier so wirklich an den Rand setzen. Und dann vielleicht nochmal hier so an die Ecke. Das habe ich jetzt da hinzugefügt. Naja, es ist jetzt, wie es ist. So, und hier vielleicht noch, dass das mehr Höhlencharakter bekommt. Wird auch gerne. Kriegen wir das im Nachhinein noch hin? Eigentlich ja, ne? Wenn ich jetzt sage, das auswählen. Plus die Steine, die ich noch nicht hinzugefügt hatte. Dann seid ihr alle in einer Szeneriegruppe, ne? Wunderbar. So, das haben wir schon mal gemacht. Jetzt hätte ich gerne noch ein Holzgerüst. Wir schnappen uns mal das hier. Habe Steuerung gedrückt. Spiel. Ist meine Steuerungstaste kaputt? Oder drücke ich nicht fest genug? Oder erklär's mir. Damit ich weiß, was ich anders machen kann. Eigentlich schon ganz cool, aber mir gefällt da der Übergang noch nicht. Vielleicht muss ich dann auch ohne Winkel ein bisschen drehen und anpassen. Ich hätte nämlich schon gern, dass das ja so ist. So, soll von hier halt auch gut aussehen. Das tut es nicht. Und vielleicht die Wand noch mal ein Stück wegschieben. Perfekt. Doch wunderbar. Habe ich Steuerung gedrückt? Habe ich. Ja, gut. Wenn wir das jetzt hier im Kreis weiterführen. Vielleicht jetzt hier den mittleren.
Größer ziehen. Warte mal, ich richte mal den hier auf der anderen Seite aus. Dann haben wir links und rechts schon mal die gleiche Tiefe. Also beziehungsweise halt, ne, hier so Länge von links nach rechts. So. Dann können wir gucken, wie wir da vielleicht was reinfunkeln. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das passt oder ob das zu viel wegnimmt zum Gucken. Wobei, kannst hier gucken, kannst da wieder gucken, da wieder gucken. Ich glaube, das passt schon so. Ich würde das aber auch gerne hier zu unseren Diorama-Eckchen hinzufügen. Dankeschön. So, nee, hier. Dann bearbeiten wir das nämlich jetzt einfach und fügen hier den Zwischenbalken mit dem entsprechenden Objekten hinzu. Habe ich jetzt diese beiden Knipsis? Ich glaube, ja. Ja, das sieht gut aus. Wir sehen schon, hier geht die Lampe aus, weil von draußen das Tageslicht durchbricht. Was echt kacke ist. Da müssen wir mal gucken, dass wir das echt abgedunkelt bekommen oder wirklich mit so Zeittriggern arbeiten. Dass man das hier drin halt einfach nicht sieht, weil das ist blöd, das will ich nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir das hier vernünftig ausgerichtet bekommen. Vielleicht wieder so ein Millimeterchen nach hinten. War das doch eigentlich okay. So. Müssen wir nur gucken, dass wir das Ganze hier mittiger bekommen. Passt das auch mit den Balken, ne? So ist doch gut. So. Und ich frage mich, wo hier das Licht herkommt. Kommt, weil hier unten schon offen ist? Oder ist die Wand hier einfach zu dünn? Das sind halt alles so Fragen. Ja, wo ich keine Ahnung habe, was jetzt das Problem eventuell ist. Ich ziehe mal hier die Wand ein bisschen weiter raus. Sieht das hier vielleicht auch nochmal so. Ah, jetzt speichert, danke. Ja, ist gut. Reicht. Also das kann natürlich sein, dass hier das Stück einfach zu dünn ist. Oder halt wirklich hier dieser Tunneleingang zu nah an dieser Stelle ist. Ja, da kommt das Licht. Sieht gar nicht so dünn aus. Und die hier sind eigentlich auch recht weit weg. Und hier müssen wir dann nochmal gucken, da kommt alles durch. Ich glaube, da müssen wir echt mit so Zeittriggern arbeiten, dass es hier halt dunkel ist, wenn man mit der Bahn fährt. Dass dann am Eingang halt so ein Trigger aktiviert wird. Ey, jetzt dunkel der Bahn. Egal, was man draußen für eine Zeit halt eingestellt hat. So, die Wand können wir aber trotzdem hier mal dicht machen. Da muss ja dann nichts hin. Ja, man guckt ja dann die Fahrt über in die andere Richtung. So.
bisschen die Decke wieder runterholen. Gut. Wir können natürlich auch gucken, dass wir hier vielleicht die Wand in echt durchbrechen lassen. Sie tut es natürlich nicht so, wie ich es gerne hätte. So, bitte. Ja, hier so ein bisschen wegdrücken, dass man den Stein sieht. Aber dann geht das auch wieder weg, ne? Aber dass halt hier so dieser Übergang ein bisschen angenehmer ist und nicht so so scharfkantig. Können wir das hier ein bisschen kleiner ziehen? Oh, ich möchte das einfach nur da so ein bisschen mehr. Hier an der Kante, dass die halt nicht so, ne, gerade ist. So. Wunderbar. Das ist doch schon ganz gut. So, und jetzt würde ich gern da halt eine, also das ist das Grundgerüst und da muss jetzt eine Szenerie rein. Und da hatte ich ja schon überlegt, dass wir da, ne, so ganz normal Bergarbeiter arbeiten an dem Abbau von Kristallen. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Da gestalten wir dann das hier wunderschön aus, dass man hier eine Szenerie hat. Versuchen die dann auch zu verbinden mit Triggerpunkten. Da bin ich nicht so gut drin. Ich hoffe, das kriege ich alles so hin, was auch Timing angeht und so. Also ich würde halt gern, wenn du hier dann hier so bist, dass das dann da anfängt. Wir müssen hier noch Geräusche einbauen. Also das wird noch ein schönes Stück Arbeit. Und wir müssen gucken, dass wir hier diese Nische auch noch verbaut bekommen. Warte mal, vielleicht kriegen wir das mal eben noch schnell mit Terrain hin. Dann brauchen wir uns da nämlich dann keine Gedanken mehr drum machen in der nächsten Folge. Ah ja, guck mal, wunderbar. Das reicht doch schon so. So, hier können wir auch noch mal so bis zu diesem Zäunchen. Würde ich es nämlich dabei schon belasten. Hier oben nochmal vielleicht ein bisschen mehr zu. Dann kommt es hier so runter. Plötz, schipper, schipper, schipper. Und dann fängt hier halt die Szenerie an. Finde ich gut. Warte, bevor ich es vergesse, ich wollte diese eine Wand hier noch ein Stück reinschieben, dass sie nicht durch den Balken guckt. So, reicht ja schon. Okay. Ja, wie gesagt, dann gucken wir in der nächsten Folge, dass wir hier eine schöne Szenerie reinbauen, die dann triggern und dann gucken wir mal weiter. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gern ein Like und ein Abo da, damit ihr auch kein weiteres Video verpasst. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüsselü!